Nothing. Und jetzt kommt Enrico Fletzer, ein italienischer Journalist und Drogenaktivist. Enrico Fletzer, einen Applaus bitte für ihn. Grüßt euch Genossen und Genossen aus Berlin. Ich möchte meine Rede an etliche verstorbene Menschen, die von der Stadt kamen, die mir sehr lieb waren. Die Aschrebellen von Berlin und Europa. Und eine spezielle Erinnerung an den Genossen Fritz Teufel, Günther Ament, Peter Paul Zahl und den österreichischen deutschen Freund Hans-Georg Beer für den entscheidenden Beitrag zur Hanfrevolution. Nach dem Motto, no drugs, no future. Es geht voran. Bis ans Ende der Welt. Mach euch breit, mach euch bereit. Bis ans Ende der Welt war ein deutscher Film, den ich dann in der Berlinale vor etlichen Jahren gesehen habe. Und der Titel kam raus aus einem nächtlichen Rundgang mit Freunden von diesem Film, bis ans Ende der Berliner Nächte. Das war für mich auch eine Erfahrung. Eine unbekannte Welt für mich in Berlin. Aber bis ans Ende der Welt heute bedeutet etwas anders. Weil die Maya-Prophezei behauptet, das ist Ende der Welt oder mindestens Ende des Maya-Kalenders 2012. Ende des Jahrhunderts, Ende der Welt oder der unbekannte Welt. Vielleicht wird aber der Kalender der Maya umgezogen und ein neues Jahr, Stunde Null. Die Maya war ein extrem wissenschaftliches Volk. Ganz im Gegenteil zu unserer italienischen Regierung. Die hat praktisch jeden Unterschied zwischen harten und weichen Drogen aufgehoben und dabei hat er den wissenschaftlichen Prinzip auch aufgehoben. Das heißt, Mathematik ist keine Meinung. Wenn man meint, dass man Heroin so viel verdient und das wäre das Gleiche, ist man einfach doof und widerspricht dem Prinzip. Aber die haben wahrscheinlich in der Schule weitergelernt. Aber auf dieser Ebene, wenn wir Europa heißt es etymologisch das Land des Wohlstands und das Land von Putin und Berlusconi ist kein Wohlstand. Man geht weiter in diese Kriminalisierung von Drogen, von Konsumenten zugunsten der Mafia. Das geht weiter. Ein Gegenschlag wäre, und das hätte auch sogar Papandreou, der griechische Minister, zugesagt. Der einzige, der nicht pensioniert ist, Papandreou, der behauptet, dass man sollte Hanf legalisieren. Bei Griechenland wissen wir, dass so Kerzenloch brennt, überall brennt es in Griechenland. So weit auch in Athens, in Reykjavik und in London. Und neulich auch am 18. Dezember in Rom, wo die Leute an der Willkür der Macht reagiert haben. Boom, boom, boom. Aber dieser Happy End fängt erst mit der Hanflegalisierung an. Das ist ein Prozess und nicht ein Ziel, den wir erreichen sollten. Deswegen auch Enko, der Freund Freddy Pollack, hat vorher gesagt, was er denkt und so. Enko ist eine Koalition von verschiedenen Gruppen aus ganz Europa, behauptet, man sollte auch in Wien das Ende der Prohibitionswelt vorbereiten. Das Ende der Prohibitionswelt, wobei der Mafia-Chef oder alle möglichen Italiener für eine Zeit lang da tätig war wie Italo-Mafia in der Prohibition und in der Mafia. Das ist interessant, dass Italien praktisch beide Freunde vertritt in derselben Person. Das ist auch interessant. Jetzt haben wir in Russland, wobei in Russland wissen wir, was für eine soziale Politik da steht. Auf jeden Fall, wir denken, dass so nur wenn wir stark werden, dass auch Hanf ein Gemeingut der Menschheit wird, ein botanisches Erbgut und auch wie Wasser zu allen gehört. Als eine ökonomische und geistliche Quelle und Ressource für die Menschheit. Ich kam aus Italien mit einer ein bisschen wahnsinnigen Idee. Je mehr Leute wie möglich an der Beiwohnung der Ende der Welt. Das heißt, der Prohibitionswelt in Wien im Frühjahr 2012. Natürlich müssen wir alle uns bereiten. Ich mache mir auch selber bereit und breit, aber ihr solltet auch überlegen. Ende der Welt vorbereiten. In der Wiener Hauptstadt, wo die faschistischen Gesetze insgesamt mit den Hanfgesetzen nach dem Zweiten Weltkrieg völlig abgeschafft wird. Darüber redete immer Hans-Georg Beer. Da wurde die faschistische Gesetzgebung. Diese faschistischen Gesetze sind die Hanfgesetze, sind die Drogengesetze, sind diese Kultur von
Wasser predigen und Wein trinken, die katholische Kirche sehr viel vorantreibt, im Sinne von Verbot von keinem Wein, alkoholfreien Wein für die Priester, die es verfolgen. Das ist die Drogenpflicht für die Kirche und Drogenunmündigkeit für das Volk, immer gepredigt. In Italien geht es so ein bisschen los, doch diese Gesetze, die praktisch horrende Strafen mit horrenden Tätigkeiten der Polizei. Zum Beispiel, es wurden sehr viele Hanfkonsumenten ermordet. Das gab neulich auch in Berlin-Kreuzberg eine Veranstaltung über Stefano Cucchi, über verschiedene Leute, die von der Polizei gefoltert und gebracht wurden. Folter ist noch nicht verboten in Italien, sozusagen. Und das ist auch interessant. Und die Demos sind weiter sehr groß. 2009 waren die Million Marijuana March die größte auf der Welt geworden, mit 150.000 Leuten. Organisatoren meinen, es ging ein bisschen zu viel, aber es bleibt immer noch beim bescheidenen 50.000 Leuten auf dem Platz. In einer kleinen Stadt wie Pisa, Ende des Mai, gibt es immer 10.000 Leute mit Diskussionen und so. Man sollte auch ein bisschen diese Demonstration international vernetzen. Die Schikanen gab es auch in Italien, die wollten die Demos verbieten, die erlauben nur der Mafia Bier auszuschenken in den Parks, wo die Demos stattfinden. Das heißt, da diese sogenannte Empfängnis, die eigentlich predigen, heißt das so, das wird einfach verboten um die Ecke. Und die Polizei hat uns verboten, zum Beispiel Bier und Wasser zu geben. Die Mafia hat schnell gesagt, schmeißt die Bierflasche an den Bullen, so und so. Aber die haben heftig kassiert. Das sind die Widersprüche der Prohibition sowieso. Italien ist nicht so anders wie Deutschland. Wir müssen eigentlich vernetzen, was überlegen. Weiter so voran mit wieder eine Eignung wie im Wasserreferendum gegen Atomkraftwerke. Das Hanf. Gemeingut für alle, nicht nur die Konsumenten, auch für die normale Bevölkerung. Und ein Wendepunkt, dass wir aus Hanf, wir Wasser und die Kämpfe gegen die Umweltzerstörung zusammenknüpfen, um eine Politik, die weder staatlich noch privat wird. Wir werden gewinnen. Herren und Frauen, der Zug nach Wien fährt gerade ab, bis ans Ende der Welt. Bis ans Ende der Welt der Prohibition. Danke und Gruß aus Italien. Kommt alle auch bei uns. Macht euch bereit. Macht euch bereit. Enrico, danke. Dankeschön. Jetzt gibt es einen kleinen Umbau, 5 bis 10 Minuten, und dann kommt Psychedelic Rock Samsara Blues Experiment. Ich gebe ihr Zündet euch einen an, gleich geht's weiter. Ich meine, Zigarette, klar.